Herr Dr. Glaser, warum stehen wir heute auf dem Leopoldsplatz in Eberbach und feiern den Genossenschaftstag? Wir haben uns heute hier versammelt zum jährlichen Genossenschaftstag der baden-württembergischen Genossenschaftsorganisation, um einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, welche Vielfalt genossenschaftliche Unternehmen in Wirtschaft und Gesellschaft mittlerweile abdecken. Können Sie sagen, was das Besondere an der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaften ist? Ich glaube, wenn man dies zusammenfasst, dann ist es die personalisierte Unternehmensform. Das Prinzip, ein Mitglied, eine Stimme, eben nicht kapitalistisch ausgerichtet, sondern gewinnorientiert ja, aber sehr personenbezogen und sehr transparent. Sie sagen immer, Baden-Württemberg ist das Land der Genossenschaften. Weshalb ist das so? Ich habe einfach die Zahlen sprechen lassen. Bei rund 10,5, 11 Millionen Einwohnern und mittlerweile knapp 3,7 Millionen Genossenschaftsmitgliedern kommt man leicht auf die Relation, dass mindestens jeder dritte Baden-Württemberger Mitglied mindestens einer Genossenschaft ist. Und wir haben mittlerweile auch einen Zuwachs an Mitgliedsunternehmen. Wir steuern jetzt dann auf das 900. Mitgliedsunternehmen zu. Das heißt, Genossenschaften erleben eine Renaissance und dies deckt sich in einer breiten Mitgliedschaft in der Bevölkerung ab. Wir alle kennen die Volksbanken und Raiffeisenbanken und auch die Genossenschaften im landwirtschaftlichen Sektor. Was gibt es darüber hinaus noch? Ich kann eigentlich nur beispielhaft aufzählen, weil es immer wieder auch neue Gründungen gibt. Ich nehme das Beispiel Energiegenossenschaften, das Beispiel der gewerblichen Genossenschaften, Bäckereinkaufsgenossenschaften, Dachdeckereinkauf, Bettenring. Das ist eine Genossenschaft, die die Raumerstattungsunternehmen vereinigt. Wins- und Weingärtnergenossenschaften, landwirtschaftliche Haus- und Gartenmärkte, Erzeugergemeinschaften im landwirtschaftlichen Bereich. Also die Bandbreite ist unglaublich groß. Konzepte der örtlichen Nahversorgung, Dorfläden, Euronix und Intersport als Unternehmen, die sehr erfolgreich auch international tätig sind. Also Sie sehen, es gibt an sich kaum einen Sektor in Wirtschaft und Gesellschaft, der nicht genossenschaftlich durchdrungen ist. Wo kommt denn all diese Vielfalt her? Warum ist die Genossenschaft eine gute Rechtsform für diese Vielfalt? Das Prinzip, was Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einer der Genossenschaftsgründer, vor 150, 160 Jahren formuliert hat, was einer alleine nicht schafft, das vermögen viele. Das heißt, ob es Menschen sind, die sich zu einer Genossenschaft zusammenschließen, ob es Unternehmen sind, die sagen, gemeinsamer Einkauf bringt uns Vorteile. Der Grundgedanke ist immer derselbe. Was einer alleine nicht schafft, das vermögen viele. Sie sind nun gut seit einem halben Jahr Präsident. Wo nehmen Sie denn Ihre Motivation für das Amt her? Ich war vom Gedanken der Genossenschaft schon immer beseelt, das darf ich gestehen. Ich bin in der vierten Generation im Genossenschaftswesen tätig. Ich habe nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften auch im genossenschaftlichen Bereich promoviert, war selbst insgesamt 14 Jahre Vorstand einer Volksbank und habe insofern alle Seiten des Genossenschaftslebens kennengelernt und ich habe festgestellt, dass diese Rechtsform, diese Unternehmensform zukunftsfähig ist und diese personalisierte Struktur auch unglaublich viel Freude macht, weil Menschen zusammenkommen und unternehmerische Ziele verfolgen. Vielen Dank für das Interview, Dr. Glaser. Gerne.